Ja, willkommen zu einer zweiten Folge von Lost Lands, A Hidden Object Adventure. Heute werde ich euch die Kisten zeigen und ja, eine neue Location freispielen. Also es sollte zumindest so weit hinhauen, dass ich ja, mit euch komplett das erste Mal in eine weitere Location starten kann. Aber ja, lasst fangen wir einfach mal an. So, wie ihr seht, habe ich aktuell gerade wieder den zweiten Tagesbonus erreicht. Es dauert also noch ein bisschen, bis da die nächsten Diamanten auch wieder eintrudeln. Und ja, wie ihr seht, habe ich genug Energie, dass ich euch einige Sachen zeigen kann. Jetzt geht es erstmal darum, wieder die verschiedenen, ja, Boni einzusammeln, die sozusagen hergestellt werden in den einzelnen Gebäuden, die schon repariert worden sind. Die Kisten machen wir später. Und so, das war es einmal durch. Im Endeffekt fehlen mir jetzt nur noch dieses eine Gebäude hier, was am Ende nochmal so Medaillons geben soll. Da fehlen aktuell nur noch vier Nägel. Und für das hier, da fehlt noch eine ganze Menge, weil diese Flaschen sind nur bei Monstern zu bekommen. Das ist jetzt ein neues Monster, was aktuell hinzugekommen ist. Und ja, da habe ich jetzt auch gleich schon hier den ersten Auftrag, im Endeffekt 8 Stück davon zu erwischen. Und dazu brauche ich im Endeffekt diese Schlange hier, damit ich die sozusagen besiegen kann. Und ebenso fehlen noch, soll ich mehrere von diesen Satyren besiegen, wo auch nochmal einige von diesen Waffen notwendig sind. Ich kann mal kurz schauen, wie viel ich aktuell habe. Also Schlangen habe ich aktuell 7, das heißt, da fehlt jetzt dann nur noch eine. Und ja, jetzt das andere war das für die Satyre. Da ist das hier, da fehlen, habe ich jetzt 3. 2 habe ich schon von 10. Das heißt, es fehlen noch 5 dann, um sozusagen auch diese Mission vollständig machen zu können. Das heißt, da werde ich noch ein bisschen sammeln und wenn ich dann sozusagen die Waffen komplett habe, dann werde ich wieder eins der Amulette verwenden, und zwar hier für die Verbesserung für Chest Dropping, weil natürlich die hier, mal gucken wir mal kurz nach, mal kurz reinschauen. Ja, genau, also die haben auch eine Kiste, die sie droppen, genauso wie dieser neue Vogel da. Mal gucken. Genau, der hat auch eine Kiste. Das heißt, wenn ich die dann besiege, ist zumindest die Chance größer, die auf jeden Fall zu bekommen. Und zusätzlich natürlich dann noch hier, das heißt, dass ich XP-Boost sozusagen bekomme, wenn ich die Quest dann abgebe. Das heißt, das ist sinnvoll, sich sozusagen auf diese beiden davor zu bereiten. Jetzt aktuell geht es erstmal darum, die neue Location, die sozusagen aktuell freischalten kann, noch ist sie nicht freigeschaltet, ist eben die Bock oder das Bock. Da ist im Endeffekt dieser Ghost Catcher und der ist bisher immer nicht findbar gewesen, also bisher hatte ich da noch keine Anzeige dafür, aber jetzt wird er mir angezeigt, dass ich den in der Stronghold bekommen kann. Deswegen ist das jetzt das erste Level, was wir heute spielen werden, also was ich mit euch spielen werde. Und ja, da starten wir jetzt gleich erstmal rein, nachdem ich euch die anderen beiden Quests noch gezeigt habe. Also hier ist es wieder eine Collection. Die eine Kanone, seht ihr ja, dass wir die in die Stronghold, aus der Stronghold bekommen können. Und dann sind noch 2 andere ausstehend. Mal gucken, ob ich die noch weiter abschließen kann nachher. Genau, und das hier dreht sich sozusagen um die Box selber, dass ich die ja, freischalten soll. Also, auf geht's. So, wir bekommen also erstmal die Namen angezeigt wieder, nicht die Bilder und Schuh und Geldbörse, dann das Hufeisen, der Fisch und der Crossbow. So, sehe ich jetzt aktuell noch. Ah, okay, Crossbow liegt direkt vor der Nase. So, das Neue ist das Stundenglas und die Trommel dazu gekommen. Die Trommel liegt diesmal hier unten. Und Stundenglas. Da oben ist also nur aufgemalt, ist sozusagen nicht direkt da. Dann die Keule, das sind so mit so Ketten dran, ah, die hängt hier oben im Kronleuchter. Eine wilde Party.
Die Axt habe ich auch gerade schon hier drüben gesehen. Dann der Anivil ist der Amboss. Der steht da oben. Da steht normalerweise sonst auch immer die Trommel. So, der Pferdeschuh ist da oben. Jetzt fehlt uns immer noch der Fisch und der Hut. Das ist schon... Okay, das Kaschen ist gerade neu dazugekommen. Das Brot hatte ich auch schon hier drüben rumliegen sehen. Da unten ist auch die Mütze. Das Schloss hängt hier drüben. Mal gucken. Also es fehlt immer noch der Fisch. Backpiece. Das war dieser Dudelsack. Der ist da hinten. Dann noch eine Rose. Da oben. Und der Speer ist auch direkt hier oben parallel. So, der Trank ist diese Kiste oder der Becher. Mal schauen. So, Skull ist direkt hier vorne. Okay, jetzt fehlt wirklich nur noch der Fisch und das Trankteil. Da oben ist der Trank, genau, das ist die Truhe. So, jetzt fehlt tatsächlich nur noch der Fisch. So, bevor ich den jetzt nicht finde, zeige ich euch mal, wie ich da normalerweise vorgehe. Weil ich gehe dann hier im Endeffekt auf Pause und habe mir vorher schon mal jetzt einen Screenshot gemacht und verwende das Ganze dann letztlich in irgendeinem Malprogramm. Das heißt, das seht ihr dann hier. Das ist sozusagen jetzt in Paint einfach mal die Anzeige. Und da das Spiel zumindest zum Glück soweit pausiert, ist hier sozusagen beliebig jetzt Zeit, sich einfach da in Ruhe anzugucken, weil es geht ja letztlich nur noch um ein Objekt, also eben den Fisch, den wir noch benötigen und der wahrscheinlich ganz offensichtlich irgendwo rumliegt. Das ist immer das Spannende, wenn man die Dinger einmal gesehen hat, dann ist natürlich sofort klar, wo sie sind und man wundert sich, wieso man die so lange übersehen konnte. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass der Fisch direkt sichtbar ist, weil das andere war ja schon einmal aufgemalt. Aber er liegt zumindest nicht hier drauf. Da ist im Endeffekt Käse und Pfeife. Das sind auch immer Elemente, die normalerweise noch gefunden werden können. Wurden halt jetzt nicht abgefragt. Ja, das ist wieder, wie gesagt, eigentlich liegt es direkt vor der Nase, aber man sieht es nicht, weil ich im Endeffekt den regulären Fisch erwartet habe und nicht tatsächlich nur die Schattenzeichnung. Aber wie ihr seht, also hier unten ist der Fisch, das heißt, ich kann jetzt zurück ins Spiel gehen und dann dort sozusagen noch schnell den Fisch anklicken, bevor hier oben der erste Stern riskiert wird. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob jetzt auch die Kanone wird auf jeden Fall dabei sein, weil das ist normalerweise genau hier. Aber ja, wir haben jetzt den Traumfänger nicht bekommen. Das heißt, das hier ist noch nicht freigeschaltet. Das ist aber sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass der jetzt als nächstes kommt und dass der nicht so lange auf sich warten lässt. Also gleich nochmal. So, wir haben wieder den Amboss. Jetzt haben wir Bilder, um die Sachen anzuklicken. Und wie ihr seht, sind die Sachen schon wieder woanders. Hier ist jetzt die Flasche. Der Totenschädel ist auch nicht da. Der Totenschädel ist jetzt hier oben. Hier ist die Birne. Die Pfeife, die vorhin hier oben war, ist jetzt hier drüben. So, den Fisch. Jetzt wisst man, wo er ist, aber da ist er jetzt nicht mehr. So, das komische, die Raute ist das Kissen, das liegt jetzt da hinten, da ist auch der Amboss. So, da oben, okay, der Fisch hängt jetzt hier oben zwischen den Zwiebeln wahrscheinlich. Okay, jetzt der Speer, dann der Dudelsack, die Flasche ist ja jetzt hier oben. So, hier ist der Koffer, der Dudelsack, das Skorpion, hier oben ist die Kette. So, hier hinten ist die Peitsche, die Leiter steht auch hier hinten, die Weintrauben habe ich gerade schon hier unten am Stuhl gesehen. So, das Schloss ist ziemlich groß hier oben, da oben sind auch der Dudelsack, den Skorpion, genau, der ist jetzt da hinten,
der Wagen und jetzt fehlt nur noch der Schuh, der hier hinten steht. So, also es ging jetzt recht flott. Jetzt bin ich gespannt, ob das ausgereicht hat und ob wir jetzt den, ja, da ist der Traumfänger. Also der Traumfänger ist dabei. Das heißt, ich kann jetzt das erste Mal euch die, ja, diesen, mit euch diese neue Wimmelbild-Szene spielen und auch einen neuen Charakter, also eine neue Figur, die ins Spiel kommt. Bin ich mal gespannt. Okay, kommt jetzt noch keine weitere Information. Na dann, auf in die neue Szene. So. Was ich jetzt auch das erste Mal mache, ist die Szene letztlich anzuhalten, um sie einfach mit ihr vertrauter zu werden. Und dafür, weil ich habe dann auch immer angefangen, einzelne Szenen zumindest anfangs einfach mal zu sammeln, um ja letztendlich vor allen Dingen für die Schattenszenen, dass ich dort dann hier sozusagen vorbereitet bin, dass ich auch eine gewisse Vorstellung habe, wie sieht die Szene aus, wo liegen bestimmte Sachen. Und dazu verwende ich dann letztlich einmal dieses Bild, klar, und dann sozusagen, dass ich mir Informationen abspeichere, wo jetzt diese fünf Elemente sind. Also hier ist zum Beispiel schon mal die Quelle, sozusagen einfach mal als Objekte markieren. Dann das Portemonnaie, das hat man ja eben auch gerade. Das heißt, das sollte sich sozusagen wiederholen und wiederfinden lassen. Gut, dann ist noch die Schlange wahrscheinlich, Snail. Mal schauen, wo die steckt. Mota und Arkorn. Ja, das sind auf jeden Fall ein paar neue. Also hier ist auf jeden Fall schon mal die Geldbörse. Die ist da. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, was unter diesen einzelnen Elementen letztlich verstanden werden soll. Da muss ich dann auch nochmal ein bisschen nachschauen. Okay, die Snail ist also eher eine Schnecke oder ein Faulpelz. Also eher eine Schnecke. Mal gucken, gibt es eine Schnecke hier auf diesem Bild? Das ist natürlich dann auch noch die Möglichkeit, das erstmal auszuprobieren, ob dann das richtige Objekt gefunden wurde. Mal schauen, also im Moment könnte ich hier jetzt noch nicht zuordnen. Auf jeden Fall ein neues Objekt, das ich zumindest aus den anderen bisherigen Wimmelbild-Szenen noch nicht kenne. So, dann der Mortaro. Okay, das ist wieder der Mörser. Ah, dann ist es wahrscheinlich dieses Objekt hier unten. Also das ist dann der Mörser. Gehe ich mal fest von aus, dass das Objekt gemeint ist. So, das Arkorn, eine Eichel, ja, also das da ist wahrscheinlich eher ein Korken. Ich glaube nicht, dass das, obwohl, doch, das könnte das sein. Also das ist bestimmt die Eichel, also das Arkorn. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Snail, also irgendetwas, was aussieht wie eine Schnecke oder etwas Ähnliches. Okay, da ist schon mal eine Spinne, der Totenschädel, Speer und so weiter, die sind bekannt. Genauso wie die Axt letztendlich, der Traumfänger, keine Ahnung, ob der dann, also das Horn mit Sicherheit. Aber was da jetzt eine Schnecke sein soll, gut, das Schloss wird sicherlich auch, genauso wie der Korb, das sind Korb und wahrscheinlich auch sogar die Bärenweintrauben dort. Das sind alles Elemente, die sozusagen aus anderen Wimmelbild-Szenen wiederverwendet wurden. Aber wo könnte hier noch eine Schnecke versteckt sein? Vielleicht so ein kleiner Bogen da hinten. Aber das wäre schon ziemlich umständlich, wenn das die wäre. Vielleicht ist es aber auch noch eine andere Übersetzung. Das kann ich ja dann später nochmal anschauen. Auf jeden Fall würde ich es so wahrscheinlich erstmal abspeichern. Genau, dann gucken wir mal, welche weiteren Gegenstände letztlich dort zusammenkommen.
So, also wie gesagt, die vier haben wir jetzt gefunden. Das heißt Eichel, Mörser, Brieftasche und Quelle. Und die dann jetzt gleich mal wieder im Spiel sozusagen auflösen. 1, 2, 3, 4. So, wie gesagt, die Snail weiß ich im Moment noch nicht, wo die ist. Okay, jetzt ist das Horn dazu gekommen, das ist bekannt, die Axt auch, der Totenschädel, das Schloss, das habe ja alles, haben wir ja alles eben schon gesehen, der Quiver noch. Und ja, jetzt ist es spannend, was jetzt wohl die Snail ist. Ich werde jetzt mal wieder eine von den Bonuselementen nutzen. Und ich muss sagen, ich sehe sie nicht. Das ist ja eine Lösung. Also gut, also die Snail ist schon etwas sehr Spezielles in dieser Szene. Das werde ich jetzt gleich mal noch sozusagen ergänzen und gleich nochmal mit euch reinschauen, wo da jetzt genau die Schnecke zu sehen sein soll. Aber erstmal werde ich die Mission abgeben und der Bock sozusagen ist jetzt als neue Wimmelbildszene freigeschaltet. So, jetzt gucken wir uns das nochmal auf dem Fenster an, wo dort, also das ist doch echt ein Scherz. Also ich sehe da definitiv keine Schnecke, aber sie soll dort sein. Naja, gut, also ich werde es mal markieren. Deswegen, wie gesagt, das sind so Erfahrungswerte. Ich glaube, da stimmt vielleicht auch irgendwas nicht, dass die nicht ganz sauber dort dargestellt wird. Und ja, also gut, wenn man es jetzt weiß, dass da unten eine Schnecke sein soll, dann kann man sich das sozusagen ja, irgendwie merken, solche Spezialfälle. Aber ist schon besonders. So, soweit sozusagen jetzt erstmal der erste Teil für die neue Szene. Und jetzt geht es darum, ja, Kisten zu öffnen. Ihr seht hier, ich habe von jeder Kiste, die möglich ist, eine. Ich weiß nicht, wo ich die Healing Potion Kiste herbekommen habe. Aber auf jeden Fall freut es mich natürlich, dass ich euch damit sozusagen alle Kisten zeigen kann. Das Besondere ist, also die Kiste habe ich definitiv noch nie offen, also noch nie geöffnet. Ich bin mal gespannt, wie jetzt genau dort, also was das hier für ein Minispiel ist. Soweit ich das schon mal gesehen habe, muss das so eine Art Pipe-Spiel sein. Ich habe natürlich schon ein paar Screenshots und so weiter jetzt gesehen. Aber ich fange jetzt einfach mal mit den einzelnen Kisten an. Die Kiste hier, wenn ich das richtig sehe, ist, wo man sozusagen dieses kleine Element in den Ausgang bringen muss. Die ist am leichtesten, also oder mit am leichtesten. Und ja, auf geht's. Im Endeffekt ist es einfach nur wichtig, hier ein paar Elemente zu verschieben. Das heißt, ja, also den kriege ich weder hoch noch runter. Okay, das heißt, den erstmal nach vorne, damit ich den nach hinten bekomme. Dann kann ich den, nicht den, aber den darüber ziehen. Und naja, machen wir erstmal den zur Seite und dann haben wir es schon. So, und dann ist der Weg zum Ausgang offen. So weit, so gut. Und damit ist sozusagen die erste Kiste schon offen. Also, der ist relativ problemlos, weil selbst mit ein bisschen Probieren kommt man da schnell durch die Kiste durch. So, dann schauen wir mal auf die nächste Kiste. Da weiß ich jetzt noch nicht, welches Spiel das ist. Mal gucken, ob das das mit den kreuzungsfreien Elementen ist. Wie es manchmal. Ah, okay. Nee, das ist die, wo ich sozusagen so eine Art Pac-Man-mäßig das hier alles durchlaufen muss. Naja, schauen wir mal, ob das alles soweit passt, weil die einzige Schwierigkeit ist natürlich, dass man die einzelnen Stellen nur einmal sozusagen abfahren kann. Und genau, hier ist jetzt sozusagen die Schwierigkeit, weil wenn ich da reinlaufe, dann komme ich da natürlich nicht wieder raus. Das heißt, ich gehe am besten hier unten rum, gehe da einmal sozusagen dran vorbei. Okay, das war jetzt schon, das sollte noch funktionieren. So. Oben lang, dann wieder hier runter. Oh, okay,
okay, das war jetzt schon der Fehler, weil jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr raus, ohne da wieder rumzukommen. Okay, das einmal zurücksetzen. Hier dann den Bogen rummachen. So, ich denke schon, dass das hier unten soweit passt. Gehen wir jetzt mal da lang. So. Okay, so ist es aufgelöst. Wie gesagt, hier ist es einfach nur schnell ein bisschen zu gucken, wo muss man lang, wie schaffe ich es, dass ich eben jede von diesen Perlen einsammeln kann, ohne in irgendeine Sackgasse zu laufen. So, das war jetzt schon die zweite Kiste. Dann gucke ich jetzt mal die nächste Kiste. Das ist jetzt, die ist mitunter ein bisschen schwierig, da nehme ich dann sozusagen auch ein bisschen Paint zur Hilfe. Da zeige ich euch jetzt gleich, wie ich sozusagen, ja, also wie ich die dann normalerweise löse. So, also auch hier im Endeffekt erstmal den Screenshot machen und dann hier pausieren. Weil auch wenn man 4 Minuten Zeit hat, ist das für viel Ausprobieren ist es manchmal ein bisschen knapp. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich sozusagen hier rangehe und wie ich diese einzelnen Elemente dann verbinde. Am einfachsten ist es, die Felder erstmal so zu verbinden, welche sozusagen zwangsläufig sind. Klar, also hier der Eingang ist auf jeden Fall zwangsläufig und der Ausgang, weil die müssen auf jeden Fall so miteinander verbunden werden. Das nächste sind letztlich die Eckelemente, also dieser Stein kann letztlich nur mit diesen beiden Elementen verbunden werden, andere Optionen gibt es nicht. Und dann hat man relativ schnell schon mal einen kleinen Rahmen, wo sozusagen Elemente verbunden werden müssen. So, also so dieser hier zum Beispiel, wie gesagt die Ecken. Auch bei dem hier, der kann hier nichts verbunden werden, kann da nichts verbunden werden. Das heißt, seine zwei Verbindungen sind auch zwangsläufig sozusagen einmal von oben und einmal von unten. So. Kommt eigentlich nicht auf Schönheit an, weil es bringt eh nichts, die Dinger sozusagen zu speichern. Ja, hier ist jetzt zwar, es könnte sein, dass hier die Verbindung ist, es kann aber auch sein, dass die hier drüben rüber geht und dann hier irgendwie so ein Kringel läuft. Das heißt, erstmal jetzt hier weiterschauen, also sozusagen die Elemente verbinden, die auf jeden Fall zwangsläufig verbunden werden müssen. So, bei dem ist jetzt auch schon recht klar, weil natürlich hat der nach unten keine Verbindung, das heißt, der muss auch hier drüben weitergeführt werden. So. Bei dem hier, okay, da habe ich jetzt im Moment noch 3 Optionen, das heißt, es sind zu viele Möglichkeiten. Bei dem sind auch 2 Optionen möglich. Wenn ich jetzt mal so grob durchgehe, versuche ich hier das sozusagen lang zu führen. Hier oben rum, darum. Okay, das hat jetzt, glaube ich, noch nicht ganz gepasst. Also wenn ich hier unten lang fahre, dann habe ich da... Okay, dann könnte ich hier rumfahren und dann da oben, ja. Also, wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen habe, die mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, also den nach oben, dann hier rum, sozusagen hier dann die Verbindungen, das ist sozusagen dann in sich gewunden. Deswegen, man kreuzt dann doch relativ häufig, um sozusagen die Verbindungen darzustellen, weil Kreuzung darf es an der Stelle so viele geben, wie man will. Es geht halt nur darum, tatsächlich, okay, jetzt hier muss ich nochmal aufpassen, weil es geht sozusagen dann, damit alle Elemente auch eingenommen werden, muss man hier dann diesen Bogen hin und her machen. So, also wie ihr seht, so sieht letztlich die Lösung aus. Es sind alle Elemente sozusagen einmal in so einer Lichtstrecke dann enthalten. Und so ist es aus meiner Sicht ziemlich bequem und einfach, sich ja, letztendlich die Lösung zu erarbeiten, ohne dass man da großartig unter Zeitdruck gerät. Genau, jetzt muss ich euch jetzt bloß mal mitnehmen, damit ich natürlich ja, euch hier das Fenster wieder rausnehme und dann zeigen kann, wie ich es sozusagen auf der anderen Seite ja, dann letztlich jetzt einstelle. Das heißt, wir hatten gesagt, hier nach oben, nach links, oben,
rechts, dann nach unten wieder, hier jetzt sozusagen den einzelnen Kringel so ringsrum. Und die Sache ist halt, wenn man hier relativ lange, genau, hier muss man nach unten, damit der Bogen sozusagen alle durchläuft. Wenn man hier jetzt recht lange probiert und man muss dann doch teilweise ziemlich viel wieder hin und her umstellen, ist es natürlich zeitlich tatsächlich manchmal recht knapp, auch wenn man, ich glaube, es waren über 4,5 Minuten oder sogar 5. Aber so ist die Kiste letztlich geschafft und das Schloss ist sozusagen gelöst. So, da haben wir übrigens auch wieder Nägel. Jetzt kann ich gleich mal hier drüben gucken, wie viele. Okay, das ist jetzt immer noch, also es fehlen immer noch 3 Nägel. Und ja, da fehlt sowieso noch das andere dann. So, ich war jetzt bei der dritten Kiste. Genau, also die mit den grünen Feldern, die sozusagen per Lichtstrahl oder Laserstrahl verbunden werden müssen. So, das hier ist sozusagen eine Kiste, die ihr schon ziemlich früh am Anfang bekommt und die aus meiner Sicht im Regelfall sehr leicht ist. Oder am Anfang war sie auf jeden Fall sehr leicht, weil da gab es nur 2 oder 3 Farbverbindungen. Inzwischen ist sie schon etwas komplizierter geworden, aber ja, das zeige ich euch. Hier braucht man in der Regel nicht so viele Schwierigkeiten, weil man muss einfach nur die Farben verbinden. Und manche Farben ergeben sich sozusagen zwangsläufig von selbst, wie die sozusagen verbunden werden müssen, weil es gibt wenig Wege oder wenig Ausweichmöglichkeiten. Zum Beispiel hier ist jetzt natürlich schon das Grün, das heißt, das Schwarz muss eins rüber. Und okay, hier mit der Brücke ist jetzt auch recht leicht gewesen. Jetzt ist nur noch die Frage, okay, über die Brücke kann das Rot und dann haben wir eigentlich nur noch Gelb. Also ihr seht, die Vollen sind gar nicht so kompliziert, weil es eigentlich nur ziemlich klare Wege gibt, wie man an die einzelnen Felder das verbinden kann. Und ja, also soweit war das jetzt schon die vierte Kiste. Ja, die nächste Kiste, wenn ich das richtig gesehen habe, ja genau, also die Kiste hier, das ist sozusagen diese Tetris-Variante, die hat es bisher ganz schön in sich gehabt, weil ich musste da doch ganz schön suchen, bis ich bis ich letztlich hier eine genaue Vorstellung habe oder überhaupt gehabt habe, wie jetzt diese ganzen Teile hier zusammenzubringen sind. Weil natürlich hier jetzt am Anfang die überlappen, also liegen teilweise noch überlappend da. Deswegen ist sozusagen die erste Vorbereitung dafür zu sorgen, dass die Elemente alle so verfügbar sind, weil das zeige ich euch gleich, damit ich die einigermaßen vernünftig ausschneiden kann. Weil dann kann ich die nämlich nach und nach nebeneinander setzen. Lass mal jetzt so. Also ihr werdet gleich sehen, wieso ich die in der Form sozusagen hier daneben lege. Weil klar, dadurch, dass die jetzt noch überlappen, weiß ich noch nicht, okay, hier habe ich 2 Einser, die sind schon mal sehr praktisch, um im Endeffekt dann später einfache Lücken zu füllen. Und die Schwierigkeit ist letztlich jetzt erstmal rauszufinden, okay, welche sind jetzt exklusiv wohin zu legen? Also welche Stellen sind sozusagen zwangsläufig zu passen? Aber eben, wie gesagt, jetzt mache ich auch hier wieder den Screenshot und werde dann anfangen, dieses ganze Teil zusammenzusetzen. Weil 6 Minuten ist an der Stelle aus meiner Sicht ziemlich wenig, also von der Zeit her ist das schwierig zu schaffen, wenn man nicht zufällig gerade das genau passende Element sozusagen findet und die Anordnung. So, dann nehme ich euch mit. Also wie ihr seht, habe ich das jetzt hier schon alles reingelegt, die einzelnen Elemente. So, und jetzt ist eben zu überlegen, am ehesten so ein großer Klotz wie dieses U, weil für das gibt es nicht viele Stellen, vor allen Dingen wenige Stellen, wo es wirklich praktikabel ist, ja, dass möglichst wenig Kanten entstehen und man dann direkt mit anderen Elementen wieder anschließen kann. Weil da kann ich euch jetzt auch gleich zeigen, wie sozusagen dieses... Moment, genau, Freiformauswahl. Genau, so, jetzt kann ich hier nämlich einfach die Kanten nachfahren.
Das muss nicht ganz genau sein. Es reicht ja nur, dass ich so in etwa eine Vorstellung habe, wo sozusagen das Element hin soll. Und man kann es dann relativ schnell rückgängig machen. Die Sache ist zum Beispiel, wenn ich es hier hinlegen wollte, sehe ich schon auf der linken Seite, dass ich habe letztlich kein L. Das heißt, ich müsste hier die beiden einzelnen reinlegen, was schon mal ziemlich unsinnig ist. Deswegen ist es nicht gut, diese Stelle zu nehmen. Ansonsten sind hier, da müsste ich auch ein Einser verwenden. Das heißt, das ist relativ unpraktisch. Also natürlich ist es plausibel, zuerst mal zu sagen, okay, ich lege das Ding da hin, weil da habe ich am ehesten die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier mit anderen gut reinconnecten kann. Zum Beispiel kann ich dieses L hier anschließen oder ich kann das L oben drauflegen. Weil tatsächlich ist es so, dass hier ziemlich wenig Sachen sind, die jetzt so eine Dreierkante hätten, um das hier vernünftig abzuschließen. Das heißt, es würde sich entweder anbieten, so eine kleine Ecke hier reinzulegen, oder ja, das wäre eigentlich schon das Geschickteste. An der Stelle würde ich auch gleich den hier dann probieren, sozusagen oben in dieses Element reinzulegen, weil entweder könnte ich den hier reinmachen. Okay, lass mal den mal erstmal stehen, weil alternativ wäre auch das hier sicherlich sinnvoll, aber ich lasse ihn erstmal da oben stehen. Und guck mal, ja genau, jetzt hätte ich eigentlich gedacht, weil leider kann man die Dinger nicht drehen, also zumindest habe ich noch nicht rausgefunden, dass ich sie drehen könnte. Und weil dann wäre es aus meiner Sicht ziemlich leicht. Im Endeffekt, dieses Element würde natürlich hier schön reinpassen, aber so habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich was sinnvoll Passendes, was da reinpasst. Deswegen werde ich das, wie gesagt, hier unten hinsetzen. Mal sehen, wer weiß, wie lange ich hier probieren muss. Im Zweifelsfall werde ich das einfach ein bisschen abkürzen und euch sozusagen nachher die Lösung zeigen, die ich dann doch irgendwie irgendwann gefunden habe. Genau, also ich nehme jetzt mal den hier für unten, also dass der hier unten reinkommt. Na, also... Ja, da wäre es schon praktisch, mit einem Stift einfach auf dem Monitor rumzumalen, bevor ich hier mit der Maus sozusagen versuchen muss, einfach gerade Linien zu zeichnen. Das ist schon immer nicht so einfach. So, okay, da habe ich jetzt den dann drin und da passt dann nämlich direkt der andere, sozusagen das andere L direkt mit rein. Und dann hätte ich hier schon mal einen recht guten Abschluss. Jetzt muss ich natürlich gucken, ja, was ich jetzt da unten reinsetzen kann. Weil hier ist natürlich jetzt wieder das Problem, ja okay, ich habe zwar da jetzt das L, aber das nützt mir an der Stelle ziemlich wenig, weil ich natürlich plus zwei Einser habe und hier unten noch ein ganzes Dreierkonglomerat bräuchte. Und für oben fehlt mir jetzt auch schon irgendwie so ein Einschub, weil da könnt ihr letztlich auch wieder sehen, also damit ich möglichst weit hier reinkomme, brauche ich letztlich ja, entweder diesen hier, ist wahrscheinlich das am geschicktesten, den da reinzunehmen, und dann da oben noch so eine Ecke drauf zu setzen. Das heißt, ich kann den hier reinsetzen und kann dann mal zwei Ecken da nebeneinander setzen. So, das ist die eine Ecke und dann die zweite Ecke gleich daneben. Beziehungsweise, nee, da ist sogar sinnvoller, eher das L reinzusetzen. Weil damit erfülle ich dann natürlich auch schon mal diesen Block letztlich, also dass hier diese Seitenwände erfüllt werden. Genauso wie ich davon ausgehe, dass letztlich dieser Block ja, zwangsläufig in dieses andere Teil da jetzt rein muss, weil sonst kriege ich das hier nicht voll. Aber damit ist auch schon klar, dass diese Aufteilung hier unten so nicht bleiben kann. Das heißt, die müssen da irgendwie anders arrangiert werden. Und im Moment... Ja, also dann nehme ich den hier mal raus. Genau, den wieder rausnehmen und den sozusagen um eins zur Seite schieben, also beziehungsweise einfach ganz in die Ecke schieben. So, weil dann kann ich einmal mit dem einen so einen Einzelklotz arbeiten, der auf jeden Fall da rein müsste. Und ja, jetzt... Das ist ja echt zum Verrücktwerden. Weil klar, wenn ich jetzt zwei passende Ecken hätte, hätte ich die einfach jetzt hier reinstecken können, aber die beiden Ecken passen einfach so nicht rein.
Okay, das heißt, da würde das hier noch reinpassen. Ja, okay, ich glaube, ich hab eine Lösung, wie ich jetzt sozusagen da unten zumindest mal den Block voll bekomme. So, dann nehme ich den da jetzt nämlich auch wieder raus. Wobei es natürlich jetzt mit dem... Ups, das war jetzt nicht ganz so praktisch. So. Weil wenn ich die Ecke jetzt wieder rausnehme, kann ich tatsächlich mit zwei solchen Ecken arbeiten. Das heißt, ich kann einmal die Ecke reinnehmen, die dann sozusagen die Lücke oben zu diesem Bauteil füllt. Und dann kann ich das L da wieder reinsetzen. Diesmal eben klar mit dem dort nach rechts ausgerichtet. Und jetzt kann ich hier noch die kleine Ecke reinnehmen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob ich mit den anderen Bauteilen oben oben diesen Bereich hier fertig bekomme. Also was sich natürlich schon mal anbietet, ist der hier, da oben diese Ecke zu schließen. Sonst habe ich da auch relativ wenig Möglichkeiten. So, ja, also ich bin mir noch nicht sicher, ob das aufgeht, aber wir werden es gleich sehen. Weil wenn ich den dorthin setze, okay, das funktioniert schon mal nicht. Mit der Variante geht es leider auch nicht ganz auf, weil da eben dieser Block dann noch fehlt. Ja, das ist sozusagen jetzt die Schwierigkeit, hier tatsächlich die passende Lösung noch zu finden. Weil selbst wenn man die anderen Teile einigermaßen unterbekommt, ist immer die große Geschichte, wie teilt sich der Rest auf. Okay, hier sehe ich gerade, dass natürlich das lila Teil gut hier unten reinpassen würde. Dann könnte ich mit dem grünen abschließen. Und dann habe ich natürlich super, dann habe ich die beiden Einzelblöcke. Also das probiere ich jetzt gleich nochmal. Ansonsten würde ich euch wahrscheinlich kurz springen lassen. So, dann nehme ich die beiden Teile erstmal wieder raus. Und den kleinen, der ist dann für oben. Und das ist natürlich umso praktischer. Je mehr ich von diesen Teilen habe, die ich überall unterbringen kann, desto einfacher ist natürlich nachher diesen Abschluss zu machen. Also hier den rein, dann dazu das grüne Element. Dann ist da unten nämlich auf jeden Fall das alles schon mal sauber gefüllt. Und jetzt fehlt an sich nicht mehr viel. Aber es muss halt alles noch irgendwie zusammengebracht werden. Also ich setze jetzt mal ja, also so ganz, weil ich die mit denen natürlich vor allen Dingen nach unten arbeiten kann, aber schlecht nach oben arbeiten kann. Das heißt, selbst wenn ich das Gelbe hier reinsetze, kann ich keinen von diesen beiden Winkeln letztlich darunter setzen. Hier hätte ich jetzt eher, ja, diesen Block könnte ich ausfüllen oder ich könnte den Block da oben ausfüllen, was mir allerdings recht wenig weiterhilft. Ja, es ist wirklich in der Hinsicht schwieriger, dass die Dinger nicht gedreht werden können und dadurch natürlich die entsprechenden, ja, Schwierigkeiten und Restriktionen haben. So, also wie versprochen, werde ich euch dann ein bisschen springen lassen, dass ihr nicht die ganze Zeit hier sozusagen warten müsst, bis ich da die passende Lösung habe. Also ihr werdet es ja dann gleich sehen, wenn ich das sozusagen aufgelöst habe, wie stark das von der jetzigen Lösung dann doch abweicht und inwieweit ich da sozusagen nochmal komplett anfangen musste, um hier eine passende Lösung zu bekommen. So, willkommen zurück. Also ja, ich habe jetzt sozusagen mit Sicherheit das Stück rausgeschnitten, und ich bin jetzt gerade dabei, das Ganze abzuschließen. Also jetzt ist es zumindest sichtbar, das heißt die Ecke dort noch sozusagen dazu. Ja, ich müsste es jetzt hier eigentlich nicht fertig machen, aber irgendwie ist es doch schön, sozusagen das Bild dann hier erstmal fertig zu haben, bevor ich es dann umsetze und dann einfach direkt eins zu eins schauen kann, ja, wie wird das nachher im Spiel sein. Also hier seht ihr jetzt, die Vermutung, dass dieses Teil sozusagen hier unten links hinkommt, war schon mal ganz richtig, aber ihr seht, in den anderen Stellen hat sich noch einiges getan. Und ja, jetzt passt das Bild soweit. Dann werde ich jetzt mal für euch wieder umschalten und damit ihr jetzt sehen könnt,
wie ich sozusagen jetzt die Teile einfach reinziehe. Hier ist es jetzt schön einfach, einfach klick, 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 sozusagen hier diese Elemente zusammensetzen. Gibt es ja keine besondere Reihenfolge. Aber es braucht halt schon seine Zeit und eventuell einige Versuche, bis tatsächlich die Bausteine sozusagen alle an der richtigen Stelle gelandet sind. Und auf jeden Fall, was schon recht plausibel war, war sozusagen diese langen Elemente, die hier einfach diese Seitenkanten sozusagen ausfüllen müssen, also sowohl der als auch der. Die waren auch recht plausibel, dass die dorthin kommen. Aber trotzdem gibt es natürlich einfach noch so viele verschiedene Optionen. Ist doch einiger Anstrengungen benötigt, eben genau diese Teile sozusagen zusammenzubringen. Ja, also soweit sozusagen diese Box. Und ja, da haben wir jetzt gleich wieder auch einige Boni, also einige Elemente bekommen, diese komischen Flatterdinger. So, die Box hier, da ist es sehr unterschiedlich, ob man schnell auf sozusagen den richtigen Trichter kommt, weil hier geht es darum, dass man diese einzelnen Steine, die sozusagen in verschiedene Slots passen, kreuzungsfrei hinbekommt. Aber statt viel zu reden im Vorfeld, werde ich es einfach direkt zeigen. Ihr seht, überall wo rot ist, die sind sozusagen noch nicht kreuzungsfrei. Und hier geht es dann erstmal darum, rauszubekommen, okay, wo ist denn jetzt hier wer mit wem verbunden? In der Hinsicht ist das auch ein bisschen schwierig und das lässt sich halt auch relativ wenig lösen. Blöd ist, dass man die halt hier auch nicht irgendwo frei hinlegen kann. Also wie ihr seht, muss man dafür einfach erstmal ein bisschen gucken, okay, wo geht denn jetzt welche Linie lang, wer ist mit welchem Stein verbunden, um dort letztlich dann auch Zuordnung zu bekommen, zu wissen, ah, okay, der ist mit dem und dann das Ganze sozusagen noch ein bisschen weiter runter. Weil das ist sozusagen einfach mal so ein bisschen Graphentheorie, also eben sozusagen das, was sagt Graphentheorie, und dann noch mit der Besonderheit, dass sich halt keine Graphen irgendwo schneiden dürfen. Das ist schon sehr spannend. Und so allein mit Try and Error, also ihr seht, ich bin schon relativ dicht dran. Jetzt fehlt eigentlich nur noch diese eine Stelle da. So haben wir es geschafft. Also hier ist es, wie gesagt, ziemlich schnell, dass man das ein bisschen probiert. Man muss eben bloß genau gucken, welche Linien sozusagen zu welchen Steinen führen, damit man die dann nach und nach an die Position legt, damit sie eben mit ihren Nachbarn direkt verbunden sind und sonst nichts weiter dort notwendig ist. So, jetzt auf zur letzten Kiste und damit auch sozusagen der Abschluss für heute. Geht auch gerade ganz genau auf, dass sozusagen noch die Energie reicht, um auch diese Kiste, wie gesagt, die ist jetzt für mich, ich spiegel die das erste Mal, ich habe schon mal gesehen, dass da eben diese Pipes irgendwie sind, also ich gehe davon aus, dass man die einfach nur verbinden muss, aber wahrscheinlich müssen alle miteinander verbunden sein und gucken wir mal, wie schnell das funktioniert. Okay, genau, also den Teil haben wir schon mal. Und dann muss das natürlich noch darüber, damit das seinen Abschluss findet. Und okay, ja, also die Kiste, das war jetzt ziemlich leicht, das einfach so ein bisschen herzustellen. Auf jeden Fall auch leichter als das mit den grünen Diamanten. Und ja, was ist das jetzt hier? Okay, das ist nochmal ein Spezial-Item, womit man den Nachtmodus sozusagen aufhellen kann. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es war informativ für euch. Wie gesagt, das ist jetzt die einzige neue Szene. Die anderen, hier seht ihr, da ist dann auch demnächst noch irgendeine Quest fällig, damit ich an dieses Element rankomme. Und die anderen sind vom Level her noch nicht freigeschaltet. Level 21. Wenn ich das richtig sehe, fehlen... Okay, hier ist noch Level 21. Das heißt, es fehlen sozusagen noch drei Wimmelbild-Szenen, die noch sozusagen vom Level her noch gar nicht verfügbar sind. Und diese eine hier... also ich denke, ich werde auf jeden Fall noch mal eine Folge machen. Wahrscheinlich dann, wenn ich sozusagen die anderen vier Wimmelbild-Szenen verfügbar habe.
und euch zumindest da mal kurz zeigen kann, wie die aussehen. Und ja, auf ein nächstes Mal und bis bald. Tschüss!